Ach, guck an, da sei er ja wieder. Ja, auch am Freitag kann man noch Werbung gucken. Wer hätte das gedacht? Ich habe da gestern vielleicht ein bisschen was durcheinander gebracht, aber das passiert mir ja sonst Gott sei Dank nie. Deswegen herzlich willkommen zur einzigen Show auf YouTube, die auch freitags noch Sinn macht anzuschauen. Ja, auch am Freitag zum Start des Wochenendes. Werbung gucken. Wir gucken jetzt aber erstmal, was es mit diesem Lied auf sich hat. Ja, wir hören es gerade. Ja, letzte Folge haben wir ein bisschen Musikraten gemacht und am Ende habe ich dieses Lied abgespielt. Von welcher Werbung könnte das sein? Ihr musstet das erraten und jetzt kommt die Auflösung. Bitteschön. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Ja. Aber das stimmt nicht. Wir haben das Milka Fresh erfunden. Toll. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Toll. Und zarter Schoki von Milka. Hui. Aber Vorsicht, ist Coolman. Milka Fresh gibt's jetzt in jedem coolen Laden. Nachdem wir jetzt in den letzten Folgen immer so eine krassen Specials hatten, dachte ich mir, komm, wir gehen heute mal wieder back to the roots und zwar so weit zurück zu den Roots, dass ich noch nicht mal geboren bin. Wir gucken heute nochmal in die 70er rein, denn die 70er ist... Schwipziger. Soll ich Ihnen mit dem Kampf durch den Käfer bekannt machen? Ja? Hier. Oh, schön. Toll, wie viel Platz man jetzt im neuen Käfer hat. Und wissen Sie warum? Weil die Frontscheibe jetzt gewölbt ist. Da kann man noch nicht mal mit so einer Nase Anstoß dran nehmen. Und das neue Armaturenbrett. Klasse. Sitze, Schalthebel, Handbremse, Heckleuchte, alles wurde verbessert. Glauben Sie mir, das wird ein Riesenerfolg. Für sowas habe ich eine Nase. Ja, komm, wir setzen Rudi Carrell rein und dann ist er immer eine Nasenlänge voraus, weil er sich nur eine große Nase aufsetzt. Macht schon Sinn! Warte mal. Achso, nee, ich dachte... Zack. Durch und durch drin. Schmutz. Durch und durch raus, holt ihn Omo. Omo mit Durchdrehungskraft. Hier der Beweis. Der Original-Omo-Knotentest. Ein stark verschmutztes Küchenhandtuch. Da hinein ein Knoten. Ein fester Knoten. Normaler Waschgang, normale Waschzeit. Und das Ergebnis? Der Knoten ist nicht nur außen sauber, sondern auch innen. Nee, das gibt's doch wohl jetzt nicht. Durch den Knoten hindurch sauber. Nee. Omo, die Kraft, die durch den Knoten geht. Omo, keiner wäscht reiner. Omo. Also ich find's auch immer geil, wenn in der Werbung nochmal so gezeigt, also da wird mit Beweisen gearbeitet, mit handfesten Beweisen. Man müsste eigentlich mal hingehen und alle Behauptungen, die in Werbespots getätigt sind, nochmal nachprüfen, ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann sich mal beim Hersteller melden und sich beschweren. Also irgendwo, ich habe da jetzt nicht so großes Vertrauen drin, dass, naja gut, aber ich knote meine Sachen ja auch nicht, also ist mir das prinzipiell auch egal. Es sind die neuen Frauen, für die CD gemacht ist. Zum Beispiel Jill Sander, erfolgreiche Modemacherin aus Hamburg-Pöseldorf. Mhm. Sie lehnt alles Modische ab und verfolgt eine klassische weiche Linie. Auch bei ihrer Körperpflege. Sie nimmt CD, die milde Pflege für empfindliche Haut. Weil CD nur hautfreundliche Bestandteile enthält, die beruhigend mild pflegen. CD gibt es als Seife, Schaumbad und Duschbad. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Welche CD denn? Was hörst du denn am liebsten? Wolfgang Petri oder die Flippers? Ja, also an meiner Haut kommt nur Wasser und CD. Das ist die ganz persönliche Tasse Kaffee mit Nescafé Gold. Ganz persönlich, ja. Gib doch mal rüber. Danke. Gib doch mal rüber, ja. Du nimmst zwei? Ja, ich trinke einen stärker. Oh. Ich nehme lieber nicht so stark. Dann nur einen Löffel. Ja, mach ich. Ja. Ich nehme ihn lieber mittel, so anderthalb Löffel für mich. Hm? Ja, jeder so, wie es ihm schmeckt. Jeder das so, ist die ganz schmeckt. Persönliche Tasse Kaffee mit Nescafé Gold. Und dass er schmeckt, dafür birgt ja das berühmte Nestle-Filter-Frio-Verfahren. Toll. Da weiß auch jeder sofort, was gemeint ist. Trinke ich so gerne wegen dem berühmten Nestle-Frio-Filter-Verfahren. Papier. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.
So richtig unwohl, weil einfach niemand da spricht. Und es geht einfach immer weiter. Wie, das war's? Dieses Knistern, man hört einfach nichts anderes als dieses beschissene Knistern. Das ist so richtig... Extra! Oh, Schwäbisch Hall extra! Wer jetzt nicht reagiert, geht leer aus. Bausparprämie 77? Stimmt. Nehmen wir jetzt mal an, es steht einer auf der Straße und vertickt die neueste Apple Extra. Ja, die neueste Zeitschrift von der Firma Apple. Und darin steht, dass sich jetzt alle unbedingt ein iPhone kaufen sollten. Warum sollte... Ihr versteht, was ich meine, oder? Beginnen Sie deshalb sofort mit Bausparen bei Schwäbisch Hall. Warum? Damit Sie sich die Bausparprämie oder Steuervergünstigung für 77 sichern. Klar, mache ich. Also nicht warten. Sprechen Sie jetzt mit einem Schwäbisch Hall Außendienstmitarbeiter. Wie der Regisseur wahrscheinlich so gesagt hat. So Leute, da steht jetzt ein Fuchs, ne? Und den müsst ihr angucken, den müsst ihr zuhören. Der Typ rechts guckt einfach komplett an ihm vorbei, genauso wie die Frau, die guckt ihr woanders hin. Warum bin ich der Einzige, der sowas lustig findet? Auf diese Scheine. Auf diese Steine können sie bauen. Ich bringe jetzt auch bald meine eigene Zeitschrift raus, die heißt Marcel Express. Und da steht drin, dass alle Tenendo unbedingt abonnieren müssen, weil sonst geht was kaputt. Und zwar die Wirtschaft geht kaputt. So, ganz einfach. Milka Film zeigt. Oh. Der Erfinder. Vor langer Zeit wollte hier ein Mann besonders zarte Schokolade machen. Mhm. Er mischte besten Gargamehl, oder? Feinster Milch. Und je länger er rührte, desto zarter wurde sie. Aber bald verließen ihn die Kräfte. Da erfand er die Rührmaschine. Die rührte dann, bis seine Schokolade zart genug war. Sie ist heute noch genauso zart. Die Milka im lila Papier. Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Jetzt wissen wir auch alle, wieso die Milka-Papiere lila sind. Weil wenn man blau mit einem Geheimmittel mischt, kommt daraus lila. Wir fressen hier seit Jahren Schlümpfe. Und niemand merkt was. Wenn mal irgendwann die Schlumpf-Express rauskommt und da drin steht, dass alle Schlümpfe tot sind, weil Milka die alle umgebracht hat und wir die gegessen haben. Ihr habt das zuerst gehört. Oh, schöner Hafen. Mhm. Ist gut, dass man so viel erkennen kann bei der Wien. Ah, die. Ich glaube, da wird ein Mann verfolgt, oder? Oh, Äpfel. Okay. Wir sind schon mal irgendwo im asiatischen Raum. This way. This way. He is not in here. Mit 4711 Echt Kölnisch Wasser ist man jeder Situation gewachsen. Auch in Hongkong.
Guten Appetit. Rosé. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Weil er ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie. Oh. Jakobskaffee gibt es jetzt in vielen Geschäften wieder preisgünstiger. Toll. Und ein günstiger Preis bei dieser Qualität? Da lacht das Kaffee. Ja. Diese Qualitätsgarantie haben Sie immer bei Jakobskaffee. So viel. Und besonderes Lob ernten Sie mit dem Besten von Jakobs, der Krönung. Toll. Achten Sie doch bei Ihrem Kaufmann jetzt auf Jakobskaffee. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Jakobskaffee. Es wird sich auch lohnen, mal einen ganzen Satz auszusprechen. Es lohnt sich. Nichts lohnt sich. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt die Hälfte der Sätze verspätten? Hä? Warte, sind das Zigaretten, die Ente heißen? Oh, oh, der Schornsteinfeger macht Feuer. Das ist ja. Das ist witzig irgendwie. Hier, nimm dir auch eine. Flöte spielen lernen wir nochmal, ne? Oh nein, die hat die Zigaretten vergessen. Die zündet sich doch jetzt im Aufzug keine Zigarette an, oder? So lange fährt doch kein Aufzug. Ernte 23. Ja, Ernte. Immer neue Begegnung mit dem leichten Rauchen. Toll. Sag mal, stört es dich, wenn ich hier esse, während du rauchst? Hm? Also, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe ziemlich einen Hunger und ich muss dringend was essen. Aber die Flöten, das Flötenspielen im Hintergrund fand ich auch sehr schön, wie es übersteuert ist. Nein, Mann, Witz, das machen wir nicht. Oder, nee, machen wir nicht. Wir hatten heute schon genug Flöte. Nicht weg. Diebe! Verflixte Mistkarre! Mir, ich hab das schon 100-mal gesagt, du sollst einen VW Käfer nehmen. Da weiß man, was man hat. Da wäre man schon längst weg. Schnauze! Jetzt wirst du ja endlich in deinem geliebten Käfer hier fahren. Der Käfer. Dein Freund und Helfer. Ja, ist klar, Alter. Ist die Polizei früher wirklich Käfer gefahren? Die Polizei ist damals wirklich Käfer gefahren. Okay. Ne, wenn man viel Platz braucht. Naja, wieder was dazugelernt, nicht wahr, Freunde? Achtung! Und rum! Oioioi. Tun Sie was für sich und Ihre Haut. Ja. Nivea. Oh. Guck mal. Oh, ein Seestern. Erstmal mitnehmen. Geil. Nichts ist gesünder für Ihre Haut. Als Seestern. Nivea. Ach so. Bist du mal Papi? Papi. Papi, Claudie. Die Creme mit Familiensinn. Nivea. Eine bessere gibt es nicht. Claudie. Beide Damen essen die gleiche Menge Kalorien. Die Dame zur Linken eine Schnitte mit normaler Konfitüre Schnitte. Und Margarine. Die Dame rechts mit Du darfst Konfitüre und Du darfst Halbfettmargarine. Von Du darfst gibt es 10 leckere Lebensmittel. Toll, 10. Und sie sparen eine Menge Kalorien. Oh, beide Leute, die sie sehen, essen dieselben Kalorien. Der Typ links ist eine Schnitte mit leckerem Du darfst. Und der rechts, der ist eine Schnitte mit leckerem Du darfst. Gibt schon 10 Produkte. Mein Erlebnis mit Balsenkeks. Oh, jetzt geht's los. Urlaub an der See. Toll. Monika war enorm wasserscheu und ganz besessen auf Balsenkeks. Also versprachen wir ihr eine ganze Packung, wenn sie ins Wasser ginge. Oh, und toll. Und sie ist ertrunken. Und wollte jetzt gar nicht mehr raus. Da half Balsen zum zweiten Mal. Erinnern Sie sich auch an ein Erlebnis mit Balsen? Nein. So was Blödes. Ich habe kein Nachthemd mit, Tante Helga. Ja, muss wohl nackt schlafen. Leib dir eins unter Cousinen. Hier. Was? Unter Cousinen? Ah, danke. Ah. Du, sag's nicht deiner Mutti, aber zu Hause sind die Nachthemden anders. Anders? Boah, ja. Wow. Bei uns fühlen die sich so weich an. Wow. Also überhaupt Alter, der Blick. Im das gibt auf die Schnauze. Ich hab doch weich gespült. Ja, machst du wohl nicht richtig, du Aber Sau. Nicht alle Weichspüler sind genau gleich. Hm. Nimm lieber Lenor. Ja. Und ich hab Lenor genommen. Toll. Herrlich. Herrlich. Dieses Lenor weich. Und diese Aprilfrische. Toll. Auch das Bügeln geht leichter mit Ui. Lenor. Guck mal, wie einfach. Ist das weich. Toll, die Alte ist auch zufrieden. Na klar. Und es riecht auch frischer. Bam,
Baby! Hey! Hey! Ihr seid ja noch auf. Na klar, wo doch die Nachthemden so behaglich sind. Alter. Klasse, Mundi. Alter. Lenore weich und April frisch. Ohne Scheiß, ne? Wenn die Plagen bei mir zu Besuch gewesen wären. Ach was, du möchtest kostenlos bei uns schlafen und essen? Ja, ist gar kein Problem. Hier hast du sogar noch ein Nachthemd, weil du blöde Kuh zu blöd bist, deine eigenen Klamotten mitzubringen. Ach, das Nachthemd ist dir zu kratzig. Ja, komm, gib her. Ich geh nur eben in den Laden und hol neues Waschmittel, damit du in Ruhe da in deinem scheiß Nachthemd schlafen kannst. Schelle hat das gegeben, ey. Knallhart in die Fresse. Ein bisschen gespuckt, ey. Gut, dass ich noch kein Vater bin. So, Leute, das war's dann wieder für heute. Gleich kommt noch der Spott zum Mitraten. Ja, nicht verspotten. Und du, kleiner Hottentotten. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Auch am Freitag. Ja, ihr seht, es funktioniert auch an anderen Tagen. Es muss nicht immer der Donnerstag sein, aber ich versuche nächsten Donnerstag die nächste Folge. Bis nächste Woche. Lasst ein Like da, Abo, Patreon, Glocke. Kennt das. Kommentar auch. Was kommt jetzt? Das ist nicht einfach. Das sage ich euch gleich. Bis denn. Hallo? Hallo! Was? Kommen Sie herein, Adonis. Wow! Hä? Sie können alles von mir haben. Alles? Ja, alles.